Herzlich willkommen, liebes Publikum, und herzlich willkommen, Sophie Passmann. Mein Name ist Katrin Gottschalk, ich bin stellvertretende Chefredakteurin der taz. Und Sie sind Sophie Passmann, Autorin und Moderatorin. Danke für die Einladung, ich wollte mich nur bedanken. Erstes Zoom-Unglück schon. Du hast nicht die gelbe Hand gehoben. Und ich habe jetzt geduzt, egal. Also Sophie Passmann schreibt eine monatliche Kolumne im Zeitmagazin, ist Co-Moderatorin des wöchentlichen Podcasts Jubel und Krawall und war Ensemblemitglied beim Neo-Magazin Royal. 2019 ist von Sophie Passmann das Buch Alte weiße Männer erschienen und auch ein kleines Buch über Frank Ocean. Und dieses Jahr im März ist das Buch komplett Gänsehaut erschienen, ein Bestseller. Wir haben hier jetzt 40 Minuten miteinander Zeit, sehr wenig, aber ich glaube, wir können beide sehr schnell sprechen. Ich habe hier ein paar Fragen vorbereitet und nach 30 Minuten werde ich aber auch in die hier in die Zoom-Kommentare schauen. Da wird mir von der Kollegin Jana Wegschneider, wenn mir Fragen eingespielt, die über YouTube kommen können oder Facebook oder auch per E-Mail, taztalk@taz.de. Der Kollege Peter Rohrmann hat die E-Mails im Blick. Also Fragen können gestellt werden, werde ich aber später im Gespräch dann dazu holen, weil erstmal würde ich gerne das Buch besprechen und auch ein bisschen so darüber sprechen, worum es geht. Komplett Gänsehaut ist ein Buch über eine Frau, 27 Jahre alt, so alt wie Sie, Frau Passmann. Die Frau im Buch und Sie, das müssen wir am Anfang vielleicht noch klären. Sie sind unterschiedlich, aber haben Ähnlichkeiten. Richtig? Ja. Ja, ich würde sagen, es gibt eine Sophie im Buch und eine Sophie im echten Leben. Das ist das, wozu ich mittlerweile übergegangen bin, weil es keine klassische Autofiktion ist und es ist auch auf keinen Fall ein Roman. Es ist aber eben auch kein Memoir. Es ist ein Zwischending geworden und erfüllt von allem so ein bisschen die Kriterien. Mhm. Und die Protagonistin im Buch, die erscheint mir vor allem gelangweilt von allem. Dabei hat sie eigentlich sehr viel, also eine schöne Wohnung, FreundInnen, auch Geld ist da vorhanden. Was fehlt der Frau eigentlich? Die Frage, was der fehlt, die ist total interessant. Die war gar nicht die, die ich mir am Anfang gestellt habe, weil die war für mich eine so eine Art Persiflage-Leinwand, weil ich natürlich... ich wollte gar nicht so sehr über, also um Gottes Willen, ich wollte nicht über eine Generation aussagen, weil ich das immer wahnsinnig herablassend und auch so ein bisschen hegemonial auf eine Art finde, wenn immer so Mittelstandsgirls und Boys sagen, ich habe übrigens meine Generation verstanden. Es geht nur eigentlich um diese Frau und auch um ihre Eigenheiten und auch auf eine Art ihre Unerträglichkeit, weil ich über einen sehr speziellen Typus Mensch etwas schreiben wollte. Und da ist eine Generation erstmal egal. Und es ist eigentlich ziemlich genau das, was sehr überspitzt in dem Buch dargestellt wird, nämlich dieses nur darüber sprechen, was man doof findet und nie darüber, was man gut findet. Immer nur in Relation zu anderen Menschen leben und nie absolut. Sehr affektlos auf eine Art und gleichzeitig aber irre affektiert. Und dieser Typ Mensch ist natürlich, wie gesagt, überspitzt, aber ich glaube, dass der gerade in einem gewissen Milieu, das auch in dem taucht, das Sie gerade schon beschrieben haben, tatsächlich vorkommt und auch in den letzten Jahrzehnt sehr wohlwollend empfangen wurde und manchmal unter so einem gewissen Geniekult auch abgefeiert wurde und es gar nicht unbedingt verdient hat. Mhm. Manchmal hängt die Verbindung, in Sachsen ist das Internet vielleicht nicht so gut, Sie sitzen ja in Leipzig, aber es waren wirklich nur zwei kurze Momente. Aber Wollen wir ein Handzeichen ausmachen? Weil ich sehe sie flüssig. Falls ich nochmal hake, dann sehe ich, dass ich hake und dann mache ich kurz eine Pause. Okay. das kann ich nicht. In einem Interview, ich glaube im Schweizer Fernsehen war das, haben Sie gesagt, dass Ihr Buch ein Beitrag zur Debatte über Identitätspolitik ist, wo es ja auch darum geht, sich mit der eigenen Herkunft zu beschäftigen. Und bei Ihnen sei eben rausgekommen, dass Sie ein westdeutsches Mittelschichtsgirl sind. Warum wählen Sie im Buch, Sie haben das gerade schon angedeutet, dann aber lieber das allgemeine Mann anstatt das konkrete Ich? Also warum sozusagen
also die, mir scheint so, die Idee kam von einer persönlichen Erfahrung und dann aber diese Verallgemeinerung. Warum war Ihnen das wichtig? Das war keine inhaltliche, sondern eine literarisch-stilistische Entscheidung, weil das die Sprache der Frau ist, die da durch die Welt geht, und das ist eine absolut entweltlichte Art, durch die Welt zu gehen, und eine immer ironisch gebrochene und immer eine leicht ängstliche, aber auch gleichzeitig in der Meta-Angst, dass man damit auffliegt. Und es gab also keinen inhaltlichen oder auf der Debattenebene existierenden Grund für dieses Mann. Ich finde aber auch, dass das vielleicht auch nicht unbedingt, also ich will gar nicht sagen falsche Lesart, das wäre ja total bescheuert bei einem Buch, sondern gar nicht die Ebene, auf der ich dieses Buch in erster Linie ist es ein literarischer Text, der mit der Sprache versucht, etwas auszusagen, was man vielleicht in einer reinen, ich sag mal, journalistischen oder Sachbuchform nicht hätte aussagen können, in meinen Augen. Und da ist das Mann Teil davon. Und es ist ja Absicht, dass man diese Frau eigentlich mit jeder Seite mehr schütteln möchte und denkt, was ist eigentlich falsch mit dir? Was ist falsch mit dir? Und ich finde, deswegen ist auch die Überspitzung ganz wichtig. Und das ist definitiv kein Buch, wo ich als Autorin von profitiere, wenn da einzelne Stellen rausgezitiert werden. Wenn man dann entweder denkt, was ist eigentlich falsch bei der Passmann, oder ist sie eigentlich jetzt so lange schon in Berlin, dass sie wirklich denkt, das sei noch einfallsreich. Im Gesamten des Buches will es natürlich so sehr überspitzen, dass man im besten Falle alle positiven Möglichkeiten, die man aus der Persiflage, ich sag mal, gesellschaftspolitisch rausziehen kann, erreicht, nämlich, dass man denkt, ach so, aber ein Teil ist natürlich wahr, weil, und dann erkennt man sich eventuell zum Teil wieder. Tue ich ja auch als Autorin. Mhm. Ich habe in Rezensionen gelesen, dass Leute das Buch sehr witzig fanden, und ich muss sagen, ich fand das sehr, sehr bedrückend, also dieses, genau wie Sie es gerade beschreiben, so dieses Überspitzte und auch so dieses Fehlen von Gefühlen fand ich sehr bedrückend. Haben Sie das Buch als Satire geschrieben? Nee, nicht als Satire, aber als Persiflage auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was bei mir öfter vorkommt, dass man Sachen lustig finden kann. Dafür muss man aber, glaube ich, einen gewissen Zugang dazu haben, oder andersrum eigentlich, einen gewissen Zugang vielleicht nicht haben zu dem, was ich mache. Und ich glaube, je inhaltlicher man die Sachen, die ich manchmal schreibe, begreift, desto weniger achtet man vielleicht auf die Witze. Aber es ist schon, wenn man jetzt nur mal, ohne das Buch zu kennen oder mich zu kennen oder sich einfach nur einen Teil des Textes anschaut, ist es schon sehr pointenlastig. Also es gibt schon viele klassische, humorhandwerklich als zu bezeichnete Pointen. Ich weiß aber nicht, ob man dann laut loslachen muss oder ob es überhaupt witzig finden muss. Das hat mich jetzt aber nicht unbedingt überrascht, dass Leute sagten, sie haben an manchen Stellen gelacht, weil das war schon auch meine Intention. Mhm. Mhm. Ein bisschen die Finger in die Wunde legen, das ist einfach meine Art. So gesellschaftskritisch. Einfach mal frech sein. Das Buch hat so drei große Kapitel, Wohnung, Straße und Stadt. Und genau, und ich finde die Wohnung, also der Wohnungsteil ist der erste Teil, der ist quasi für mich der bedrückendste gewesen, weil die Protagonistin auch Dinge und Menschen, die ihr so am nahesten sind, obwohl man nah nicht steigern kann, aber selbst das findet sie schrecklich. Und dann in der Straße findet sie sozusagen die Menschen, die auf eine Art sind wie sie selbst, schrecklich. Und dann in der Stadt ist so eine Öffnung drin, finde ich, im Sinne von, ich werde mich nie los, aber das ist auch okay so. Und ich frage mich, wie würde denn die Protagonistin aus dieser Nabelschau oder aus diesem Gefangensein auf eine Art rauskommen? Geht das überhaupt? Ja, ich glaube, dass in der Form, die Sie da gerade beschrieben haben, die Antwort ein bisschen drin liegt. Also ich meine, wir sind ja auf einer Art Buchmesse, wir können ja heute mal rumnerden, vielleicht ein bisschen über Bücher. Endlich kann ich mal über eine Form des Buches sprechen, über die Form von dem Buch sprechen, was ich bisher noch nicht konnte. Eigentlich ist es so ein Crescendo-Decrescendo. Also es gibt diese, die Perspektive wird ja immer breiter. Also erst ist man nur in der eigenen Häuslichkeit, dann ist man im eigenen Viertel und dann ist man in der Stadt. Und analog zu dem immer größer werdenden Einzugskreis werden immer mehr Gefühle möglich. Und das ist eigentlich nichts anderes als die Methode der Ironie,
ironisch dargestellt vielleicht oder literarisch eher dargestellt, weil es ist ja bei Ironie genauso. Je näher einem die Welt kommt, desto weniger Affekte zeigt man. Und dass man sich auch, das ist in meinen Augen auch eine Zeitgeistsache, gar nicht so eine Generation- oder Milieusache, sondern eine Zeitgeistsache, dass Ironie so ein Allheilmittel ist und auch manchmal so ein Ausweg aus allem. Und dass man Ironie immer vorschiebt, wenn man Witz gemacht hat oder wenn man das. Oh, bin ich wieder da? Ich mache kurz Pause. Jetzt gerade wieder da, ja. Okay. Hören Sie mich wieder? Ja. Okay, gut, Entschuldigung. Ich dachte, der Empfang im Hotel wäre so gut. Dass je ironischer man ist, desto näher kommt einem die Welt, ja, desto mehr will man sich von irgendwas retten. Und diese Protagonistin im Buch ist, je näher ihr die Sachen sind, ihre eigene Wohnung, ihre eigene Trennung, ihre eigenen Liebeskummer, ihre eigenen Freunde, desto betont affektloser ist sie. Und je mehr es nur um Allgemeinplätze geht und gar nicht um Menschen, sondern um Ideen von Menschen und um Gesellschaft und um Straßen, die irgendwo sind, irgendwo am anderen Ende der Stadt, desto mehr Gefühle lässt sie zu. Und desto weicher wird sie auf eine Art auch. Und das ist vielleicht auch ein bisschen, um die Klammer zu machen zu der Frage nach dem Mann ganz am Anfang, warum ist es denn Mann? Weil es eben der literarische Versuch war, ein Gefühl umzusetzen auf einer etwas anderen Ebene. Weil ich glaube, das ist eben sehr beschreibend für diesen Typus Mensch, der da dargestellt wird, dass man, wenn etwas sehr nah ist, sehr kalt ist und sobald es um die großen Ideen geht, im dritten Teil geht es dann eben auch manchmal um gesellschaftliche Ungleichheit und um den irgendwie die schlechten Orte in der Stadt und um irgendwie städtebaulichen Zusammenhalt, also eher größere Ideen oder zumindest größere, abstraktere Ideen, desto weicher wird sie, desto mehr Gefühle erlaubt sie sich. Und das war schon ganz bewusst und deswegen ändert sich das Gefühl durch das Buch und es ist eigentlich auch andersrum, sie ist am Anfang nicht zugänglich und am Ende hat man, würde ich sagen, am höchstens Mitleid mit ihr. Also ich hatte Mitleid mit ihr. Ja, aber es ist, aber dann ist es schon so, dass sozusagen der Blick nach draußen einen auch näher zu sich selbst führen kann. Also sozusagen weg aus der, also weg vom Cocooning eher Richtung Welt erleben oder Welt in der Welt sein. In der Welt sein, Heidegger. Ich dachte gerade eher an Nerd Hartmut Rosa, der der von so Resonanzräumen so spricht. Ich glaube, ja, ich glaube nur, dass das gar nicht so sehr das Thema war, was ich im Kopf hatte, weil ich würde dieser Protagonistin im Buch unterstellen, dass die überall scheiße ist, egal wo sie hingeht. Also ob sie sich einigelt oder ob sie raus aus der Welt geht, das wäre erstmal egal, weil wäre das Buch so, dass sie einfach aus ihrer Wohnung rausgeht und dann in einen anderen Stadtteil fährt und dann da rumhängt in einer anderen Wohnung, wäre sie, glaube ich, genauso kalt und unerträglich und irgendwie zynisch und in sich selbst gebrochen und so und auf eine Art voller Autoaggression. Was da ja gezeigt wird, ist, je weniger es wirklich um echte Menschen geht, die einem nahe kommen, die einem das Herz brechen können oder die einem die Freundschaft kündigen können oder die einem den Mietvertrag kündigen können, desto einfacher ist es auch weich zu sein, weil es ist keine Gefahr da. Wenn man in einem leeren Raum sagt, ich liebe dich, dann ist das natürlich weniger angsteinflößend als mit einer Person im Raum, die man liebt. Und ich glaube, also ja, es könnte sein, dass es eine Antwort ist, mal rauszugehen. In dem Fall von der Frau, von dieser Protagonistin, aber ist es völlig egal. Ich glaube, die bräuchte einfach mal 5 Jahre Gesprächstherapie und einen Vollrausch und alle Freunde müssten ihr mal die Freundschaft kündigen. Und vielleicht würde das helfen. Also das ist ja der andere Teil, dass es eben nicht darum geht, dass einem besonders tolle Sachen passieren oder dass man besonders viel Glück hat mit den Menschen in seinem Leben, sondern dass man auch selber ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass man der Welt auf eine gewisse Art und Weise entgegentritt. Die Verantwortlichkeit nehme ich mal auf. Sie schreiben am Ende des Buches, erwachsen sein bedeutet zu wissen, wie es eigentlich richtig ginge, um es dann absichtlich falsch zu machen. Und ich würde sagen, erwachsen sein bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln und dafür es besser zu machen oder eben dann vielleicht absichtlich nicht besser zu machen.
Ist die Protagonistin nach dieser Definition auch erwachsen? Also hat sie, übernimmt sie Verantwortung am Ende des Buches? Also kurzer Einschub, bevor ich darauf antworte. Nach dem Satz, den Sie gerade zitiert haben, sagt die Protagonistin aber auch, ich bin 27, keine Ahnung, könnte auch sein, dass ich völlig Unrecht habe mit dem, was ich gerade geschrieben habe. Ja, aber ich versuche die Protagonistin ja ernst zu nehmen, die Ironie zu durchbrechen. Ja, aber Sie sollten auch das Buch ernst nehmen. Ich war nur konkret gerade, ich fühle mich sehr ernst genommen. Ich glaube, innerhalb ihrer Welt ist sie sehr erwachsen, aber die ist ja, wie wir gerade schon diskutiert haben und sie irgendwie viel besser zusammengefasst haben als ich, sehr zerbrechlich und auch auf eine Art sehr armselig, diese Welt, die sie sich da selber gebaut hat. Und ihrer Definition nach, der Verantwortungsdefinition von Erwachsensein nach, würde ich sagen, dass sie keine Erwachsene ist. Nur da ist natürlich auch wieder die Frage, Verantwortung ist auch ein großes Wort, das vielleicht auch auf nicht so weltlichen oder alltäglichen Ebenen existiert, wie denke ich dran, eine Rechnung zu bezahlen und bringe ich den Müll runter und bringe ich meine eventuell existierenden Kinder pünktlich irgendwo hin. Das kann ja auch irgendwie eine größere Klammer haben und da weiß man einfach gar nicht genug über sie. Es kann ja sein, dass sie, also nur weil sie in ihrem Kopf, in ihrem inneren Monolog sehr ironisch ist, heißt das ja noch lange nicht, dass, also es heißt ja sogar eher, es ist ein Anzeichen dafür, dass sie die Welt eher ernst nimmt und dass sie, dass die Welt ihr wichtig ist. Die Schlüsse, die sie daraus zieht, sind, glaube ich, manchmal etwas kindlich. Ja, vielleicht ist das, es gibt eine Ebene, auf der sie auf jeden Fall völlig unerwachsen ist und sehr selbstgerecht. Ich hatte beim Lesen das Gefühl auf jeden Fall, dass die Protagonistin nicht daran glaubt, dass sie was substanziell irgendwie verändern kann. Und Sie haben in anderen Interviews auch beschrieben, dass es in dem Buch um ein Milieu geht, aber auch ein bisschen um eine Generation, und zwar so eine Generation zwischen Hedonismus und Moralismus. Und Hedonismus sozusagen vielleicht eher der Elterngeneration oder auch der Millennials und Moralismus der Gen Z, also quasi die Jungen. Und dann bringen Sie in den Interviews, habe ich zumindest zweimal gelesen, das Beispiel Greta Thunberg. Aber jetzt in Deutschland ist ja zum Beispiel Luisa Neubauer, auch 1994 geboren, auch 27, wie die Protagonistin im Buch. Und die will ja total die Welt verändern und retten. Warum glaubt die Protagonistin im Buch nicht daran, dass sie dazu einen Beitrag leisten kann? Ein paar Sachen in meinem Kopf sortieren. In dem Buch geht es nicht um Generationen. Das habe ich dann entweder falsch gesagt oder ich irgendwie missverständlich ausgedrückt im Interview. Es geht mal um Generationenerlebnisse. Also es gibt ja gesamtgenerationelle Prägungen, ob man will oder nicht. Social Media ist zum Beispiel eine. Das ist natürlich eine, um die geht es in dem Buch. Das ist aber noch lange keine. Und das ist, trotzdem schließt es nicht aus, dass es nur um ein Milieu geht und das tut es. Es geht nicht um eine Generation, von der ich Teil bin in diesem Buch. Und trotzdem geht es um Sachen, die wir alle in diesem Land, in dieser Generation erlebt haben, weil wir zur selben Zeit, am selben Ort etwa selber gleich alt waren. Und in dem Interview, auf das Sie gerade anspielen, in einer Konkurrenzzeitung, die wir natürlich alle nicht abonniert haben, weil wir einen Tabs abonniert haben, geht es eher um die Frage nach Pop und Pop versus Ästhetik. Und da ging es darum, da habe ich auf die Gen Z angespielt. Ich gebe Ihnen völlig recht, es gibt auch in meiner Generation zum Beispiel Luisa Neubauer, die ja auch eine, würde ich sagen, mit die prominenteste Deutsche ist, die 27, also in dem Alter ist. Es gibt ja irgendwie, glaube ich, niemanden, der in dem Alter so sehr, Rezo vielleicht noch. Der ist schon älter. Ja, der ist schon älter und der hängt jetzt auch nicht mit der Kanzlerin rum, wirklich. Also es ist schon Luisa Neubauer, würde ich sagen. Klar, es gibt Leute in jedem Alter, die irgendwie die Welt verändern wollen. Da ist aber immer noch die Frage, ist das in irgendeiner Weise generationenbezeichnend und bis zu welchem Alter wird man Opfer davon, dass man immer irgendwie eine Generation beschreiben muss mit dem, was man tut, weil sie ist 27 und will die Welt verbessern. Das heißt aber noch weder, dass Millennials die Welt verändern wollen, noch heißt es im Umkehrschluss, dass die Gen Z das nicht vielleicht noch eher machen will. Und wenn man sich mal die popkulturellen Phänomene von Generationen anschaut und das, was wirklich gerade auf eine Art ja wirklich hip ist, ist es definitiv in meinen Augen eher in der Gen Z, in den unter 20-Jährigen, dass Weltverbessern und eine Hinkehr zur Moral eher Teil der eigenen
authentischen Lebenswelt ist, als es bei Millennials oder bei dieser Zwischengeneration, zu der Luisa Neubauer und ich gehören, ist. Aber klar, es gibt eben auch genauso Gen Z, die keinen Bock haben auf Fridays for Future. Das sagt aber auch immer noch nichts über eine Generation aus. Ich glaube, man kommt auch einfach nicht so weit, wenn man so Gefühle von Generationen beschreiben möchte. Ich glaube, man kann höchstens Phänomene, die es gibt, da beschreiben und vor allem auch heutzutage durch Social Media vielleicht wahrnehmen, was es so für Trends und was es so für pop-immanente Gefühle gibt. Mhm. So ein Symbol oder ein Bild, das Sie schaffen in dem Buch, ist eine epische Schilderung von Bücherregalen und deren Inhalt. Bei mir ist hängen geblieben, dass die Protagonistin eigentlich alles belanglos findet oder auch zu männlich. Also es werden auch so Situationen beschrieben, wie Männer ihr erklären, welche männlichen Autoren sie gerne lesen. Und deshalb wollte ich Sie fragen, welche Autorinnen für Sie als Sophie Passmann wichtig gewesen sind oder sind? Für mich ist ganz wichtig Irmgard Keun, weil ich, als ich das erste Mal Irmgard Keun gelesen habe, war ich wirklich schockiert, dass es so eine lustige, selbstvergessene Ironie zu dieser Zeit schon gab. Und da muss ich dann auch ehrlich gestehen, in meinem Kopf lief auch mit und das von einer Frau. Weil ich bin natürlich auch geprägt worden von einem saumännlichen Kanon. Und das war echt so eine Art Erweckungserlebnis. Und dann, ich bin aber sonst auch sehr amerikanisch. Also ich habe einfach großen Spaß seit Jahrzehnten, jetzt vielleicht auch nicht seit einem Jahrzehnt, an Fran Lebowitz, wobei die ja auch nahezu nichts publiziert hat. Was ich auch wieder ein Boss-Move finde, einfach so faul zu sein, dass man einmal ein Essayband rausgibt und sagt, so, das war's. Ganz liebe Grüße. Das Problem ist, ich lese irgendwie so viel Comedy-Kram, also so Comedy-Autorinnen und sowas, die ich sehr verehre. Comedy-Autorin? Ja, das gibt es in Amerika, dass einfach Comedy-Produzentinnen und Show-Serienschreiberinnen, dass die einfach irgendwann Memoirs schreiben. Und das ist, aber das ist natürlich totaler Pop. Also wenn wir jetzt von Literatur sprechen, war, glaube ich, die allererste definitiv Irmgard Keun, die mich bis heute auch immer noch wahnsinnig fasziniert. Dieses bürgerliche Milieu, das Sie im Buch beschreiben und auch durch eine Zuspitzung treffen wollen, da habe ich mich gefragt, ob Sie denn Personen kennen, die sich getroffen fühlen. Also meine These für das Buch wäre so ein bisschen, dass vor allem ältere LeserInnen vielleicht sich darin bestätigt fühlen, wie blutleer diese jungen Leute sind. Und vielleicht Personen in einem bestimmten Milieu sich jetzt gar nicht so direkt selbst angesprochen fühlen. Ich glaube, ich verstehe die. Also ich frage mich, ob Sie eine Geschichte kennen, wo jemand sich ertappt gefühlt hat bei dem Buch. Na klar, alle Leute, denen ich das geschickt habe, bevor es rauskam. Es gab so eine unangenehme Szene. Eine meiner engsten Freundinnen hat das Manuskript bekommen und in ihrer Küche hängen Rezepte vom Ästhet-Magazin ausgedruckt oder ausgerissen an der Heizung und ihr Partner dreht Zigaretten selbst. Und das waren so die ersten 20 Seiten. Und dann haben sie sich umgeschaut und gemerkt, naja, okay, mal gucken, wie doof Sophie uns wirklich findet. Es ist ja auch bei mir so. Also es ist ja auch, dass mein Leben natürlich auch zum großen Teil oder zumindest in einen Großteil der Chiffren, die so abgearbeitet werden, dem entspreche ich natürlich total. Und ich habe eigentlich, ja, ich habe schon auch ein paar Freunde, die völlig raus sind, aus dieser Selbstdarstellungschiffrenwelt, aber die drin sind natürlich, haben sich wiedererkannt. Aber das ist jetzt auch verzerrte Wahrnehmung, weil natürlich haben meine Freunde das Buch gelesen und sich damit irgendwie intensiv auseinandergesetzt. Es kann natürlich total sein, dass es so ist, wie Sie sagen, von den Reaktionen und auch von den Mails, die ich bekomme, sind das eher wirklich junge Leute. Also ich glaube, das Buch spricht auch rein äußerlich und von der sogenannten Verkaufe gar nicht so sehr Leute an, die jetzt mal was lernen wollen über die jungen Leute. Aber kann auch nur meine Empfindung sein. Ich habe natürlich als Autorin wahrscheinlich die allerschlechteste Draufsicht davon.
Ich glaube allerdings, was ich jetzt auch wahrgenommen habe in Interviews zu dem Buch, also wo ja logischerweise Medienmensch mit Medienmensch spricht, dass auch ein bisschen der Fokus sehr eng ist von manchen Medienmenschen, wenn sie das Buch lesen, weil es eben nicht nur 15 Leute in Berlin-Mitte meint. Es geht ja auch nicht um Berlin. Das ist ja auch eine komische Sache, die ganz oft vorausgesetzt wird. Es geht ja um akademische Großstädte oder mittelgroße Städte. Das ist ja das. Das kann ja genauso ein Göppingen und Marburg sein. All das, was da beschrieben wird, findet da genauso statt. Es gibt vielleicht mal eine Pizzeria nicht oder so, aber das trifft ja auf all diese Städte zu. Und ich glaube, deswegen wirkt das Buch vielleicht, wenn man sehr einen Berlin-Medienblasen-Fokus hat, viel spezieller, als es eigentlich ist, wenn man diese Brille mal abnimmt. Und ich hatte die beim Schreiben gar nicht, weil ich vor Augen zum Beispiel auch weder Berlin noch dieses spezielle Leben hatte, sondern eher eigentlich meine Studienzeit. Wo es ja anfängt, wo sich ja wirklich auch im klassistischen Sinne oder im klassenbewussten Sinne die, natürlich nicht die Spreu vom Weizen, das wäre ja bescheuert, sondern habituell die Erfolgreichen von den Nicht-Erfolgreichen, weil das System manche belohnt, beziehungsweise die Belohnung schon viel früher eingesetzt hat. Das ist ja der erste Moment, wo Habitus auf einmal wirklich existenziell wird. Und das hatte ich eher im Kopf. Also ich hatte gar nicht Berlin 2021 im Kopf, sondern eher, ich würde mal sagen, Freiburg im Breisgau 2017. Und deswegen ist das, glaube ich, natürlich nicht allgemeingültiger, aber allgemeingültiger, als man vielleicht denkt, wenn man in Berlin-Mitte arbeitet. Ich habe noch eine Frage, bevor ich mich hier den Publikumsfragen zuwende. Per Mail sind aber noch gar keine eingegangen. Ich habe auch noch ein paar. Genau, weil ich würde gerne sozusagen noch einen Schlenker weg vom Buch machen. Nämlich haben Sie ja gerade zwei Preise bekommen. Einmal den Grimme-Preis und einmal den Nann-Preis für die Männerwelten. Ein Beitrag, der gesendet wurde auf dem Sendeplatz von Joko und Klaas bei ProSieben. Die haben dann immer diese Wetten und wenn sie gewinnen, dann können Sie den Sendeplatz für irgendwas nutzen und die Männerwelten haben Sie konzipiert und auch umgesetzt. Da führen Sie durch so eine Ausstellung die alltäglichen Sexismus beschreibt, den Frauen erleben. Und ich wollte erstens gratulieren und zweitens fragen, ob Sie da eigentlich noch mehr Projekte in Planung haben, weil Sie haben ja auch mal gesagt, dass sozusagen, dass Sie vielleicht jetzt nicht den tiefsten Feminismus vertreten, aber Sie haben halt die Reichweite, um halt Themen auch wirklich an ein breites Publikum zu bringen, und das ist ja mit Männerwelten auch total gelungen. Und da bin ich neugierig, ob da noch mehr in Planung ist. Also, natürlich, ich überlege gerade, weil ich glaube, irgendwann ist auch der Trick zweimal oft genug gemacht worden. Also, dass man jetzt von mir weiß, dass ich Feminismus kann oder Feministin bin, feministische Position vertreten kann, wollte ich sagen. Nach außen vertrete ich mit Sicherheit keinen deepen Feminismus, aber ich habe natürlich auch all die Bücher gelesen, die man lesen sollte, wenn man Feministin in der Öffentlichkeit ist. Also ich würde mich da irgendwie feministisch bibelfest sehen. Ich habe aber keine Schmerzen zu abstrahieren beziehungsweise Sachen wegzulassen, um es Leuten zugänglich zu machen, die sonst keinen irgendwie kulturell nicht keinen logischen Zugang zu Feminismus haben. Das ist ja auch eine Klientelsache in gewisser Weise. Das ist, glaube ich, aber auch nur eine begrenzte Zeit funktioniert der Trick. Das hat bei Alte Weiße Männer funktioniert, weil das eine Sprache war und eine Aufmachung und ein Habitus und eine Ironie, die gerade noch vor 3 Jahren noch mal anders Feminismus gar nicht so gerne sehen wollte und auch ich auf eine Art auch zu Recht, nur das war ein Störfaktor, der damals funktioniert hat. Ich glaube, der würde jetzt schon wieder nicht so sehr funktionieren. Ich glaube, sowas wie Männerwelten funktioniert auch nur einmal, weil
es immer um Kontext geht und um die Erwartungshaltung, die gebrochen oder erfüllt werden. Und in dem Moment wurden sie in der Ernsthaftigkeit und in der auch ästhetischen Umsetzung von, also beklemmend ästhetischen Umsetzung von diesen 15 Minuten, qualitativ erfüllt, aber in der eigentlichen inhaltlichen Erwartung total gebrochen. Das heißt, solche konkreten Projekte oder so ein konkretes Projekt wie Männerwelten wird es natürlich nicht nochmal geben, so mit genau dem Setting. Mhm. Im Moment habe ich den Eindruck, dass ich, also jetzt zum Beispiel durch ProSieben, 20.15 Uhr Privatfernsehen ist einfach nochmal was völlig anderes als ein Bestseller schreiben. Also ein Bestseller lesen dann x 10.000 Leute und sowas schauen halt dann auf einmal plus den Klicks im Internet 25 Millionen oder so. Das ist halt völlig abgefahren. Mhm. Und auf einmal bin ich in einer Blase von Leuten drin, die mit all diesen Themen, die bei uns schon gang und gäbe sind, oder ich sage jetzt mal nicht uns Medienbranche, da gibt es ja auch irgendwie stramm Rechte, sondern in der linksliberalen, feministisch interessierten, mindestens interessierten Medienblase völlig gang und gäbe sind, ist da noch was Neues. Und ich glaube, im Moment ist das, das, was ich viel mache, ist an Orte gehen, wo meine Feminismus-Crowd mich eigentlich gar nicht so gerne sehen würde und da aber über die gleichen Themen zu sprechen, über die ich auch sonst sprechen würde. Also ich habe letztens zum Beispiel, war ich bei Barbara Schöneberger in ihrem Magazin und wir haben über Feminismus uns unterhalten und über ihre Sicht darauf und über auch ein paar Aussagen, die sie in den letzten Jahren getroffen hat. War der Teufel los. Leute fanden das eine Frechheit, dass ich mit Barbara Schöneberger spreche, weil ich bin doch Feministin, die könnte ich nur. Und das ist im Moment das, woran ich eher Spaß habe, dass ich merke, ich werde dahin eingeladen und ich muss aber gar nicht irgendwie über meine neue Platte mit romantischen Schlagern sprechen oder über meine Teilnahme bei Let's Dance. Ich habe dieses andere Thema, was auch irgendwie ganz cool ist. Und das empfinde ich gerade auf eine angenehme Art und Weise ähnlich störend, wie ich damals alte weiße Männer oder auch jetzt Männerwelten empfunden habe. Und das ist so das, was ich mache. Aber natürlich kommen irgendwie andere große Projekte, die jetzt aber per se vielleicht nichts mit dem Benennen von Feminismus zu tun haben. Aber sie sind immer feministisch, weil ich Feministin bin. Aber können Sie jetzt nicht noch mehr sagen. Es klingt natürlich mega interessant. Große Projekte, die kommen werden. Nee, ich kann noch nichts sagen. Ich weiß selber nicht, was ich mache. Es ist Pandemie. Ich habe keine Hose an. Ich bin betrunken. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Es gibt gar keine Fragen. Ich bin völlig, irritiert. Dann habe ich noch eine Frage, die ich jetzt hier des Frageflusses wegen rausgenommen hatte. Aber das beschäftigt mich trotzdem, die SPD-Mitgliedschaft. Gibt es die noch? Die gibt es noch. Warum gerade SPD? Das sind immer so Fragen, habe ich jetzt im letzten Jahr festgestellt. Da habe ich immer so ein bisschen drauf losgeplappert. Das sind dann so Fragen, die werden, da wird die Antwort auf einmal so eine Meldung. Und ich meine das dann gar nicht so. Ich sage dann irgendwas Flapsiges. Und auf einmal habe ich dann Frau Passmann, Sie haben ja gesagt, dass Sie es nicht besser wussten und eigentlich bei der CDU eintreten wollen. So, deswegen muss ich mich jetzt selber disziplinieren, nichts Falsches zu sagen. Ich bin in die SPD eingetreten, als ich angefangen habe, Politik zu studieren und mich damit auseinandergesetzt habe, wie das dann jeder Politikstudent, jede Studentin tut. Festzustellen, aha, guck mal, man kann ja das und das tun. Und das entsprach damals am meisten meinen politischen Überzeugungen, allerdings gar nicht auf einer tagespolitischen. Ich finde, das ist auch immer, eine falsche Kategorie, um Parteimitgliedschaften zu messen, weil das eher eine langfristige Entscheidung ist. Und ich finde es auch immer ein bisschen albern, wenn ich dann gefragt werde, was hältst du eigentlich von X-Aussage von Y aus der SPD, wo ich dachte, als ich eingetreten bin, dachte ich, ich müsste nie wieder über Frank Thierse nachdenken. So, da haben wir schon. Ich habe den Namen nicht gehört. Ich meine, es ist in meinen Augen ist es ein sich langfristiges Binden an sozialdemokratische Ideen. Ich binde mich damit nicht an schockierend unsozialdemokratisches Abstimmungsverhalten von einzelnen SPD-PolitikerInnen oder von der gesamten Fraktion in einer gewissen Legislaturperiode. Ich verbinde mich auch nicht mit gewissen Mandatsentscheidungen oder Aussagen von PolitikerInnen. Ich finde das wirklich auch so ein leicht
pervers verkürzten Politikbegriff, wenn man denkt, das würde das bedeuten. Was es bedeutet, ist, dass ich tatsächlich auf eine fast kitschige Art und Weise Sozialdemokratie für eine sehr, sehr, sehr gute Idee halte, wenn sie denn funktioniert. Und die SPD eine Partei ist, und da kann man dann auch direkt wieder mit dieser niedlichen Twitter-Meta-Links-Ironie um die Ecke kommen. Natürlich ist die SPD im Kern eine antifaschistische Partei, die in der Geschichte ihre Genese antifaschistisch ist, in ihrer beginnenden Erzählung. Das heißt noch lange nicht, dass sich nicht auch manche SPD-Mitglieder oder PolitikerInnen nicht von dem Verdacht freimachen würde, so gewisse alte Gedankenmuster, wie wir alle, die ja vererbt bekommen haben, zumindest historisch, freimachen würde. Aber das war eine Idee, die ich gut fand. Und ich wusste damals aber auch noch nicht, dass ich überhaupt Interviews geben würde in meinem Leben und dass ich in jedem Interview danach gefragt würde. Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht eingetreten. Es steht auf wirklich der Wikipedia-Seite. Also das ist so. Ja, es ist aber Wikipedia ist auch wirklich so ein Loch, weil da muss man auch wirklich alles kleinteilig wegklagen, was man da nicht stehen haben möchte. Also natürlich steht das da. Die würden da meine Privatadresse hinschreiben, wenn sie es könnten und dürften und wüssten. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Es gibt wirklich peinlichere Parteien, bei denen man Mitglied sein kann. Zweiter guter Satz, den man blöd zitieren kann. Aber ich, wie gesagt, hätte ich damals gewusst, wie mein Leben heute aussieht und wie sehr vielleicht auch manche Entscheidungen von mir in die Öffentlichkeit gebracht werden, wäre ich, glaube ich, nicht nochmal eingetreten. Ich hab so viele Nachfragen, aber ich möchte unbedingt, jetzt wo es eine Frage aus dem Publikum gibt und wir nur noch 4 Minuten haben, möchte ich die gerne noch teilen. Soziale Netzwerke, Segen oder Fluch? Wenn man bisher auf Twitter, Instagram und Co. verzichtet hat, würden Sie empfehlen, weiterhin darauf zu verzichten? Das ist eine spannende Frage. Wenn man noch nicht drin ist, das Tolle ist ja, wenn man nicht drin ist, vermisst man wirklich nichts. Und man denkt ja auch nicht, dass man was verpasst. Das andere ist aber, wenn man nicht drin ist, verpasst man leider doch ein paar Sachen. Wenn man nicht auf Twitter ist, würde ich sagen, lass Twitter sein. Es ist einfach kein Ort, den man braucht. Der ist interessant und lustig und mal ist der irgendwie branchenintern ganz spannend. Aber es ist kein Ort, wo ich irgendjemandem raten würde, heute noch einen Account sich zuzulegen. Weil dafür sorgen ja dann auch Gatekeeper mittlerweile, dass man jeden unwichtigen Tweet sowieso irgendwo in der Zeitung oder in irgendeinem Online-Medium liest, wenn er denn passiert ist. Bei Instagram und auch bei TikTok würde ich sagen, eher zulegen, weil es schon auch sehr lustige, interessante und sehr zeitgeistentlarvende Medien sind. Viel mehr als Twitter. Viel auf eine Art sehr, sehr ausgereiztes Wort, aber in dem Fall vielleicht sogar passt ein sehr authentisches Medium, weil da viele Leute sind, die nicht so richtig nachdenken darüber, wie sie sich darstellen sollen, in ihrem Nachdenken darüber, wie sie aussehen sollen. Deswegen Instagram ja, Twitter nein, Facebook auf keinen Fall, TikTok vielleicht, WhatsApp sofort löschen. Super, danke für den Service-Teil. Hier kommt noch ein Sophie Passmann. Hier kommt noch ein Service-Hinweis in eigener Sache. Die Taz, super tolles Medium. Wir sind auch auf allen Kanälen. Aber vor allem, wenn man unseren Journalismus unterstützen möchte, unsere Recherchen, unsere Meinungsbeiträge, unsere Streitbarkeit auch unterstützen möchte, dann kann man das mit Taz zahlig tun. Ich glaube, hier wird gerade unten so ein Werbebanner eingebunden, weil wir zwar alle Inhalte zugänglich machen, also es gibt keine Bezahlschranke oder so, aber wir wollen natürlich trotzdem Geld verdienen. Also vielen Dank, falls jetzt hier jemand was abschließt. Und aber vor allem vielen Dank, Sophie Passmann, für das Gespräch. Danke sehr. Großen das Spaß war sehr spannend. Gemacht. Es hat großen Spaß gemacht, mit Ihnen über das Buch zu sprechen. Das hat wirklich, das waren so ein paar Zugänge, die ich echt gar nicht hatte. Vielen Dank. Danke Ihnen. Und danke ans Publikum. Danke noch an Peter Rohrmann für die Technik und an Jana Wegschneider für das Überblicken der Kommentare und mit uns teilen. Und allen einen schönen Abend. Tschüss.